Und wieder einmal heißt es einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Neverwinter. Im letzten Part haben wir ja die lustige Madame Hexbane umgeprügelt und ich würde sagen, wir machen uns jetzt aus dem Weg aus der Höhle, denn wir haben die Höhle ja komplett untersucht und geben mal die Quest ab. Ich bin jetzt gar nicht... Heilung in Person. Ja, du bist hier Heilung in Person, sehr schön, Günther. Schön, dass du mir immer dazwischen brabbelst, ich finde das sensationell von dir. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt noch an Quests kriegen. Weil, sind wir hier jetzt schon durch? Ich glaube nicht, ne? Oder sind wir jetzt hier schon durch gewesen? Ich bin mir da gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. So, der da oben, der schießt zwar noch ein bisschen. Jetzt will er gerade seinen Trank trinken. Das lasse ich natürlich nicht zu. Ich habe ja seit der letzten Aufnahme gelernt. Beziehungsweise seit dem letzten Part. Ach ja, klar, unser Inventar ist ja schon wieder voll. Ich weiß gar nicht, warum das Inventar immer wieder voll ist. Das ist doch nicht schön. Mann. So, das eben einsammeln, dann gucken wir nochmal eben, was wir wegschmeißen können. Wir müssen ja noch irgendwie was im Gepäck haben, was wir nicht brauchen. Hier haben wir sogar noch einen Gegenstand, den... Oh, ist ja fürchterlich. Das ist ja alles fürchterlich. Was haben wir da? Weiße Perle, damit können wir es killen. Was haben wir da? Der Gegenstand kann weg. Moment, abbrechen. Das ist kein Questgegenstand. Nee, das ist kein Questgegenstand. Das sind Questgegenstände. Dann kann der schon mal weg. Entsorgen. Einsammeln. Und ich würde sagen, ab dafür. Schnell mal eben Quest abgeben und dann mal gucken. Ist nicht hier auch irgendwo ein Gasthaus gewesen oder so? Ach ne, hier ist nur die Tante, ne? Das Gasthaus war ganz woanders. Ach du Heiliger. Ja, machen wir mal eben. Gucken wir mal eben kurz in die Auffangkiste. Wieso ist denn schon wieder das Inventar? Ach so, ja, wir haben ja gerade wieder was gelootet, ich Trottel. Ach Mann, ey. Komm, hier den mal wegschmeißen. Entsorgen. Dann können wir nämlich das aus der Auffangkiste hier eben reinziehen. Gut, dass es an diesem Strand noch weitere Nicht-Banditen gibt. Heute ist der erste Tag vom Ende der Blackdagger-Banditen. Die Seehöhle abgeschlossen. Der Tod von Hexbane ist ein großer Erfolg. Aber ihre Aufzeichnungen und die gefundene Karte könnten sich sogar als noch wichtiger herausstellen. Beides sind wertvolle Hinweise bei der Suche nach den anderen Anführern der Blackdagger-Banditen. Alle Schiffe entlang der Schwertküste sind euch für diese Tat zu Dank verpflichtet. Nehmt bitte diese Belohnung in ihrem Namen an. Ja, das nehmen wir doch gerne an. Dankeschön. Goldseekersuche. Meine Fresse. Goldseeker-Suche. So. In den Aufzeichnungen von Hexbane war zu lesen, wie wichtig es Craig Faltooth, dem Anführer der Banditengnolle, war, Einfluss über einen Zwergenhändler namens Melkor Goldseeker zu erlangen. Begebt euch ins Gasthaus Kronenzacken zu Goldseeker und befragt ihn, was die Banditen mit ihm zu schaffen haben. Oh, Gasthaus hört sich gut an, da können wir doch bestimmt auch verkaufen, was wir jetzt auf jeden Fall auch mal machen werden, aber erstmal steigen wir auf unsere Spinne auf, zack, da haben wir die Spinne, auf zum Gasthaus, wo wir dann auch endlich verkaufen können und wieder leere Taschen haben. Ich habe es befürchtet, wir dürfen trotzdem, auch wenn ich am Ende der Aufnahmesession immer mal wieder selbstständig verkaufe, ohne dass ihr es mitkriegen müsst, werden wir auch fast in jedem Part trotzdem weiter verkaufen müssen. Das ist aber auch echt ein Krampf. Also ich bin echt mittlerweile schwer am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch Taschen kaufen soll. Wobei ich auch gesehen habe, dass die Taschen relativ teuer sein sollen. Welche Quest machst du gerade? Moment, wer fragt mich da? Ich muss gerade gucken, welche Quest machen wir denn gerade? Weil ich sehe gerade, wir haben die Quest wieder mal nicht ausgewählt. Ne, Moment, schneller will ich doch gar nicht drin haben. Goldseeker-Suche. Schreib mal eben. Goldseeker-Suche. Ich denke mal, unser Hexenmeister, der E-Tron, möchte vielleicht mitmachen, wenn er auch so weit ist. Schauen wir mal. Soll ich mal schreiben? Mal gucken. Willst du eine Gruppe machen? Fragen wir mal, wenn wir sowieso dieselbe Quest haben, dann können wir die ja auch zusammen machen. So,
Okay, dann mache ich an dieser Stelle mal eben ganz kurz einen Cut und wir sehen uns dann gleich sofort wieder. Einen Moment. So, da sind wir auch schon wieder und diesmal haben wir den E-Tron sogar mit im TS, das heißt, wir machen jetzt zusammen erstmal ein bisschen die Quest, je nachdem, was wir hier noch alles zusammen machen müssen, können wir das auf jeden Fall zusammen machen, wenn wir schon dasselbe Level haben und vor allen Dingen, was ganz gut ist, wir sehen mal die neue Klasse in Aktion, denn der liebe E-Tron, der hat einen Zweitcharakter auch in der Gilde und den Hexenmeister mit Bellatrix. Mhm. Ja, da hat man ihn auch gerade einmal gehört. ist wahrscheinlich für dich relativ ungewohnt, ne? Ja, ist das erste Mal, dass ich sowas mitmache. Ja. So, hören wir erstmal, was der zu sagen hat. Niemals in Banditengebieten Handel treiben. Goldseekersuche abgeschlossen. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Oh, es ist die Wahrheit. Was bin ich doch für ein Dummkopf. Jetzt haben die Banditen und der verrückte Knoll alles verdorben und ich kann nichts mehr tun. Ich bin ruiniert und meine Nichte hat ein schreckliches Schicksal ereilt. Aber Moment, hört ich da, ihr arbeitet mit den Hafnern zusammen? Vielleicht ist das die Rettung. Ja, da gehe ich von aus, dass das die Rettung ist. Wir geben die Quest ab. Der hat sofort die nächste Quest für uns, die verschollene Karawane. Ich habe in einer meiner Minen in den Hügeln wertvolle antike Artefakte entdeckt. Und die Black Dagger Banditen haben davon Wind bekommen. Sie waren nicht zu Verhandlungen bereit und beanspruchten alles für sich. Jetzt sind meine geplünderten Wagen entlang der Straße verstreut und ich habe keinerlei Nachricht von meiner Nichte. Könnt ihr anhand der Geschäftsbücher der Wagen prüfen, ob sie zu meiner Karawane gehören? Und euch dann im Basislager nach meiner Nichte erkundigen? Ja, deine Nichte werden wir bestimmt finden. Aber bevor ich die suchen kann, muss ich erstmal wieder verkaufen. Das ist echt furchtbar in dem Spiel. Das ist unglaublich. Ich habe nach der letzten Aufnahmesession habe ich erst alles verkauft. Und ich habe jetzt nur zwei Quests gemacht im letzten Part und habe schon wieder volle Taschen. Ja, ich heb eigentlich auch nur noch auf, was ich brauchen kann. Also alles, was rot ist, bleibt liegen. Ah, okay. Moment, ich muss den erstmal anquatschen hier zum Verkaufen. Und ich rüste immer noch alles aus, was empfohlen ist. Ja, das denke ich auch am Anfang ganz praktisch. Es sei denn, du weißt schon, wo du hin willst. Also ich will auf jeden Fall auf Damage. Komplett pur auf Damage. Ja, ich habe mit meinem Hauptcharakter bin ich auf Kraft und Crit gegangen. Kraft und Crit. Mhm. So, die weißen Sachen verkaufe ich grundsätzlich alle, auch wenn die empfohlen sind, weil weiße Sachen ziehe ich nicht an. Da ist der feine Herr dann doch zu fein für. So, die ganzen roten Sachen auch erstmal weg. Wieso habe ich denn schon wieder so viel zum Identifizieren? Das ist ja unglaublich. Naja, zum Glück hat man Schriftrollen und Mass. Ja, wobei, bei mir gehen sie langsam auf. Ich habe jetzt noch 18 und einmal 7. Was ist das denn? Oh, die sollte ich aber nicht benutzen. Scheiße, die habe ich gerade schon benutzt. Ich habe 60er Schriftrollen für kleine Gegenstände benutzt. Ja, dann kannst du ja das nächste Mal in der Bank ja welche holen. Ich lage ja da zu Dutzenden ein. Ja, ich habe vorhin schon im letzten Part gesagt, dass ich auf jeden Fall auch später mal auf der Bank gucken werde, wegen größeren Verzauberungen für die Gegenstände. Ja, im Moment gibt es auch so einen Verzauberungsbug. Das heißt, was ist das? Man kann die ja so aufrüsten, die Verzauberung. Ja. Scheinbar geht das im Moment nicht. Man kann die zwar voll aufladen, aber man kann sie dann nicht aufwerten. Aha. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Das hört sich doch gut an. Ein empfohlener Gürtel mit 147 maximale Trefferpunkte und 25 kritischer Treffer. Das nehmen wir auf jeden Fall. Was haben wir hier? Da bin ich ja immer skeptisch. Blaue Sachen gegen grüne Sachen austauschen. Sag mal, kannst du halten, wie du lustig bist. Solange die Werte stimmen, ist okay. Wenn sie dir nicht passen, weg damit. Hast du das in letzter Zeit auch? Ich habe das heute schon zweimal, dass ich angewispert wäre mit diesen scheiß Goldzellern. Ey, die gehen mir so auf den Sack. Das ist mir in der ganzen Zeit, in den, wie viele Stunden? Ich glaube 128 Stunden, Echtzeitstunden, die ich jetzt schon spiele, nicht einmal passiert. Echt nicht? Nein. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich werde davon verfolgt, von diesen Idioten.
So, das können alles weg, das brauchen wir nicht. Die anderen grünen Sachen, die für ein Level höher sind, die behalten wir erstmal noch. So, das heißt, wir könnten... Moment, da oben war, glaube ich, noch was. Was ist das? Ach, Armschienen sind das noch. Die können wir auf jeden Fall auch anziehen, weil die sind ein bisschen besser. Nehmen wir die auch, dann den Rest verkaufen wir. So, die Armschienen konnten wir verkaufen. Den Ring können wir verkaufen, den können wir verkaufen. Bevor wir das verkaufen, müssen wir erstmal die Verzauberung rausnehmen. Das hätte ich vielleicht gerade schon machen sollen. Moment, wo haben wir es? Da ist er. Moment. Ah, da. Gegenstandsverzauberung verwalten. Verzauberung unbeschädigt entfernen. Ja, genau. Entfernen, das können wir machen. Wir haben ja ein bisschen Gold zusammen, da können wir das auch ganz gut machen. So, jetzt muss die Brust noch eben weg. Und dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz. Und ich sehe schon, wir haben schon wieder so... Ach Moment, da ist auch noch was, was weg kann. Wir haben schon wieder so viele Sachen im Inventar, die alles zumüllen. Diese ganzen Verzauberungssteinchen, die kleinen, die nerven mich. Die muss ich dann später erstmal wieder auf die Gildenbank packen. Ja, ich habe die demnächst leer gemacht. So, jetzt müssen wir raus die Karawanenwagen untersuchen. Bist du schon draußen oder bist du noch drin? Ach ne, du bist noch hier drin. Ich habe gerade noch schnell Kraft und Talente verteilt. Ich bin eben 22 geworden. Jo, da bin ich gerade auch geworden. Ich habe ein Wort für euch. Habe ich gerade erstmal gestaunt, dass ich da überhaupt schon, die Fähigkeiten auf Stufe 3 aufpowern konnte. Geht das schon? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Ja, ich konnte das gerade schon machen. Neues Wissen, die Hochstraße. Auch das könnt ihr euch hier nicht durchlesen, weil ich öffne das ja nicht. Aber das ist einfach, wird wieder mal den kompletten Rahmen sprengen, wenn ich jetzt sagen würde, das lese ich alles vor. Weil da kann ich dranbleiben. Wie steil setze ich ihn wieder ab? So. Hier mal ein bisschen kämpfen. Ich sollte vielleicht auch mal... Achso, das ist wahrscheinlich ein Skill von dir, wa? Dieser komische Totenkopf. Ja, genau, das ist meine tägliche. Aha. So, was haben wir hier? Ich lasse jetzt die grauen Sachen einfach mal liegen. Ich mache das jetzt mal so wie Bellatrix. Weil ich denke mal, das ist ganz sinnvoll, wenn wir die erstmal liegen lassen. Wieso ist das denn hier außer Sicht? Ich stehe direkt davor und er sagt mir außer Sicht. Manchmal denke ich, mein Held könnte eine Brille gebrauchen. Also zu zweit geht das auf jeden Fall wesentlich schneller, du. Ja. Wie ist das eigentlich? Gab es hier auch eine Instanz in dem Gebiet oder war das ein Gebiet weiter erst? In jedem Gebiet gibt es eine Instanz. Echt? Weil ich meine, damals, als ich gespielt habe, gab es nicht in jedem Gebiet eine Instanz. Also als ich mit dem Jäger gespielt habe. Also ich glaube, bis auf Black Lake, das allererste Gebiet, gibt es überall eine Instanz. Also so eine Fünf-Mann-Gewölbe. Oh. Auch auf dem Neverdead-Friedhof? Ich meine ja. Ist ja schon ein paar Stunden her, dass ich da war, aber... ich meine ja. Ja, gucken wir erstmal. Also den ersten Wagen haben wir untersucht, da ist nichts gewesen. Das heißt, wir können direkt zum zweiten Wagen weiter. Oh, hier ist auch ein Spion. Machst du eigentlich hier diese komischen Events immer mit? Eigentlich nicht, nein. Ne, wirklich was Gutes gibt's dafür auch nicht, ne? Wenn man Erster wird, gibt es meistens relativ gute Steine, aber naja, da wir ja in der Gildenbank schon Stufe 4 haben. Ist jetzt Stufe 4 das höchste oder geht es da noch weiter? Geht wahrscheinlich noch weiter, wa? Ich glaube, das geht bis Stufe 10 oder 9 oder sowas, aber das wird natürlich dann dementsprechend teuer, hier aufzurüsten. So, hier haben wir das zweite Buch. Oh, da ist sogar noch was anderes am Glitzern. Was ist das denn da? Wolltest du das haben? Ich habe keine Pakete dabei. Ach so. Oder? Ne, ich habe nur ein Naturpaket dabei. Ach, das ist ein Begleiter. Ich dachte schon, das wäre ein Gegner gewesen. Da wollte ich schon drauf rumhauen. Ist das hier den Begleiter, den du jetzt dabei hast, dieses komische Gespenst? Ist das nur vom Hexenmeister oder ist das so ein, den man... Das ist eine Seelenmarionette, die kann ich heraufbeschwören.
Ach so, weil ich nämlich letztes Mal da auch schon gesehen habe, in der letzten Aufnahmesession, dass das so ein Begleiter ist, habe ich gesagt, oh, den will ich auch haben. Wusste ich gar nicht, dass vom Hexenmeister nur einer ist. So, da Schriftrolle identifizieren ist auch gut. Schriftrolle identifizieren. Und da haben wir das dritte Buch. So, wieder ein paar Steinchen, ist sehr schön. Aber ich weiß jetzt, was du meintest. Mit Hexenmeister wäre ein bisschen überpowered. Das sieht wirklich danach aus, als ob der ein bisschen sehr kräftig ist. Ja. Aber gut, den, je nachdem, wie gut das ist, je nachdem kommt es auch ganz gut durch die Quests durch, alleine, wa? Alleine geht's, weil ich hab halt, ich muss halt immer aufpassen, das ist jetzt der Vorteil, habe ich, dass du blockst, quasi. Ja. Und ich aus der Ferne einfach die Leute abgreifen kann. Hm. Wenn ich alleine bin und es mehr als drei oder vier sind, kommen die alle auf mich zugestürmt und dann kann es schon mal eng werden. Hm. Ja, stimmt, jetzt sehe ich hier auch gerade, hier ist übrigens die Instanz, wo wir demnächst mal reingehen können. Genau. Aber ich weiß halt noch nicht so genau, ab welchem Level die war. Was? Kann. Ach, das war der Worgen, der da so geschrien hat, tot den Banditen. Was wolltest du sagen? Du kannst mit K in der Warteliste aber auch immer nachgucken. Mit K? K, genau. Und dann stehen die ganzen Gewölbe und Gefechte alle da und daneben steht das Level, das Empfohlene. Ach, der Mantelturm geht sogar bis Level 22, das ist ja krass. Dann habe ich hier die Feste stürmen 18 bis 30, das wird wahrscheinlich das zweite Gefecht sein. Genau. Und die Crackmire-Gruft ist dann von 19 bis 31. Genau, das ist das Gewölbe hier in der Nähe. Ja, ja, das mache ich meistens dann immer erst, wenn ich das Gebiet fertig abgeschlossen habe. Weil ja, Gewölbe geht auch ohne Probleme dann im Nachhinein noch. Es sind halt nur die Gefechte, da muss man halt immer gucken, weil alle, die mitspielen wollen, müssen in dem Bereich sein. Ja. Aber ich weiß nicht, von den Gefechten, ich habe das ja, ich glaube, damals habe ich ja bei Gronkh die ersten paar Folgen geguckt, die der gemacht hat. Und der hat, glaube ich, versehentlich, der wollte ja eigentlich, glaube ich, ursprünglich in den Mandelturm rein und ist dann versehentlich in die Crackmire-Gruft, der hat dann, glaube ich, das Event gemacht. Oder das Gefecht. Und da habe ich das gesehen, also diese Wellengefechte sind nicht so unbedingt meins. Sie sind auch nicht wirklich schwer. Ich habe ja gerade eben das gemacht. Das war ja so simpel, das hat ja keine 2 Minuten gedauert. Hm. So, vom Jäger zum Gejagten haben wir hier eine Quest von Feldwebel Dusty Yates. So, hören wir uns das mal an, was die von uns möchte. Ich könnte wirklich die Hilfe einer Person von eurer Statur benötigen. Wir halten hier wacker Stand, aber jedes Mal, wenn wir uns hinausbegeben, werden wir von Banditenjägern verfolgt und beschossen. Es wäre wirklich hilfreich, wenn ihr da draußen ein wenig aufräumen könntet. Zeigt denen, wer hier auf der Hochstraße das Sagen hat. Juhu, Banditen verhauen, immer gerne. Aber wieso bin ich denn jetzt hier überhaupt in dem Lager gelandet? Ich wollte doch eigentlich noch das vierte Buch finden, oder wir wollten noch das vierte Buch finden. Bin ich hier echt so... Ich hab keine Ahnung, warum der Questpfad uns hier hingeführt hat. Ach, du bist auch da gelandet, oder was? Ja, ja. Na dann. Ah, jetzt wollte ich gerade aufsatteln, aber das macht ja gar keinen Sinn. Aber sieht schon geil aus, die Fähigkeit vom Hexenmeister. So, hier haben wir auch noch einen stehen. Unidentifizierter Gegenstand. Ach, jetzt stimmt, jetzt dürfen wir ja wieder... Ach. Dürfen wir ja wieder würfeln, wa? So, Schiff 2, Schiff 2. Und, ach, da haben wir den letzten Wagen, sehr schön. Ja, und dann sehe ich gerade, der Part ist ja auch gleich schon wieder vorbei, nach dem Buch hier. So, sehr schön, Ziel erfüllt. Hier haben wir noch, was haben wir hier denn? Wofür ist denn der Schädel hier eigentlich? Den habe ich letztens schon mal gesehen mit meinem Magier. Nicht mit meinem Magier, mit meinem, wie nennt er sich? Den mit dem Jäger.
Und irgendwie ist er nur hier zum Viecher rufen oder wofür ist der Schädel? Ich habe keine Ahnung. Eine Warnung, auf Abstand zu bleiben. Mehr steht da nicht bei mir. Ach guck, anscheinend ist das doch hier für den. Und ich sehe gerade, wir haben schon 5 von 10 von den Waldmännern getötet. Oder Weidmänner. Ja, irgendwie so. Ach, die sind das. Ja, ich bringe mich jetzt mal aber erst in Sicherheit, denn der Part ist vorbei, liebe Freunde. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet und ich hoffe, es stört euch auch nicht zu sehr, dass wir den E-Tron mit im TS haben. Dich wird es natürlich nicht stören, wenn du dir den Part anguckst. Ich sag dir aber eins, man hört... Ich habe beim ersten Mal, als ich mich selber gehört habe in der Aufnahme, habe ich gedacht, meine Fresse, höre ich mich scheiße an. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ja, ich habe mal ein paar Probeaufnahmen gemacht, ob das Mikro funktioniert. Ja, es klingt komisch. Gut, liebe Freunde, wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass ihr bis hierhin Spaß hattet und schaltet doch einfach in 2 Tagen zum nächsten Part von Neverwinter wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!